So, und da sind wir wieder zurück zu Let's Play Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Ja, beim letzten Mal haben wir den anderen Part vom vorletzten Mal beendet und hatten sehr viele Wimmelbildszenen. Wir haben das Auto zum Laufen gebracht und zur Tankstelle gefahren. Jetzt ist nur der Freund von ihr immer noch nicht aufgetaucht. Und ja, jetzt müssen wir hier noch einen Messnikal finden. Und ja, wir hoffen, es hier drin zu finden. Oder vielleicht irgendwas anderes, was wir benutzen können. Ja, Bronzekeil brauchen wir. Also wir werden es hier wohl kriegen. Wir brauchen das Venuszeichen, Reichsapfel und den Bronzekeil. Da ist der Reichsapfel. Beim Bronzekeil, da wissen wir ja eigentlich, wie er aussieht. Wir müssen ihn halt finden. Und das Venuszeichen. Bronzekeil. Ja, der Bronzekeil, der Bronzekeil. Nicht der Bronzekeil. Bitte nicht verwechseln. Jetzt ist die Frage, was ist ein Bronzekeil? Aber, okay. Briefe 2. Sanduhr und Omega. Sanduhr und Omega. Omega kenne ich mir noch weiter. Sanduhr und 2 Briefe. Sanduhr, 1 Brief. Und wo ist der 2. Brief? War die Rede von 2 Briefen. Da ist der 2. Brief. Geige, Brille, Helm. Geige, Brille, Helm. Geige, Helm, Brille. Flöte, Rose, Herz. Flöte, Rose, Flöte und Herz. Flöte und Herz. Herz? Okay, nur noch die Flöte. Jetzt ist die Frage, ist wirklich eine richtige Flöte gemeint oder... Gibt es nicht auch die Glasflöte quasi? Also, ne, beim Glas, beim Sektglas hier ist, nennt man das eigentlich auch Flöte? Also jetzt nur, falls wir keine Flöte finden sollten. Ich suche jetzt natürlich in erster Linie nach dem Instrument, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir... Dann nennt man da was... Ich bin mir halt nicht sicher, ob das wirklich beim Glas ist oder ob das halt beim... Hier bei so einem Ding ist. Eine Weinflöte? Doch so eine... Solche Bedeutung. Okay, es ist eine normale Flöte. Okay, und wir haben ein bisschen Kall. So. Dann haben wir hier hin. Okay, wir müssen es so machen. Okay, Anleitung. Dreh das Rad mit Hilfe der Zahlen, um unten das Passwort zu schreiben. Dreh im oder entgegen dem Uhrzeigersinn. Wenn das Passwort setzt, das Passwort zurück. Okay, warte mal. The murder weapon. It's gone. Stolen. Hamilton? Okay, lol, unsere Mordwaffe ist weg. Okay, das war's nichts. Aber irgendwo. Hier, glaube ich. 479268. Könnte das sein? Nee. Ich weiß halt nicht, ob ich den Code halt irgendwo schon habe. Und es halt nur nicht weiß. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung ich drehen muss. Das ist halt... Das ist das Problem. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich...
Ich weiß es halt nicht. Dem im oder entgegen dem Uhrzeigersinn. Wie war... Also, ich bin gerade echt ernsthaft am Überlegen. Huch, ich bin gerade rausgetappt. Walker. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung ich drehen muss. Und ab wann es richtig ist und wann es nicht, ne? Weil sonst könnte ich ja jetzt alles... Ich weiß, das ist natürlich gerade Schwachsinn, was ich hier mache. Aber woher weiß ich jetzt, welches richtig ist? Das ist jetzt das, was ich eigentlich wissen möchte. Wir brauchen jetzt scheinbar eigentlich ein Passwort schon im Vornherein. Na, überhaupt. Irgendetwas mit 7 Buchstaben. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das könnte es sein. Wir probieren mal Asmodai. Ich meine, es würde ja eigentlich passen. Einmal. Warte mal. In. Oh, scheiße. Okay, das war falsch. Da habe ich mich verzählt. Ich glaube, das hier könnte schon mal richtig sein. Einmal dahin. Warte, das. Dann 1, 2, 3, 4, 5. 6. 3, 3, 4, 5, 6. Okay. Nicht jetzt. Ich könnte das nehmen. Komme ich aber da auch nicht hin. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass es Asmodai wäre. Oder warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir müssen auf ein anderes S. Einmal. So, wenn ich jetzt... 1, 2, 3, 4... Okay, da brauche ich eine 5 für. Sechs, sieben. Drei. Eins, zwei, drei, vier. Einmal. Und dann DAI. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, da würde es nicht hingehen. 1, 2, 3, 4. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umgekehrt auch 7. Also wir brauchen die 7. Dann brauche ich aber 1, 2, 3, 4, 5,
6, okay. 1, 2, 3, 4. Wir müssen auf den da. Dann darauf. Dann die 4. Und dann die 3. Und dann probieren wir es mal. Okay, es war falsch. Okay, ja gut. Jetzt ist halt die Frage, ne? Was brauchen wir dafür? Also Asmodai war falsch. Asmodai war falsch. Das ist natürlich die Frage. Wie gesagt, ich bin halt echt davon ausgegangen, dass es Asmodai sein könnte. Weil das halt super passt mit 4, mit 7 Buchstaben. Deswegen bin ich da so ein bisschen drauf hängen geblieben. Ja gut, dann weiß ich es halt nicht, ne? Das Problem, doch, wir könnten überspringen. Aber es passt halt auch sonst nichts, ne? Ich guck halt gerade, ob man irgendwo... Oder habe ich es einfach nur falsch geschrieben? Aber Asmodai? Oder richtig eigentlich? Also, geschrieben. Ja, gesehen. Ich könnte ein wichtiger Code sein. Ja, die Runen. Natürlich, ja, ich sehe eine andere weitere Zeichnung. Ich probiere es nochmal. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Ich meine, ich... Oder wir über... Warte, wir... Hä? Ich hab doch Asmodai eingegeben, oder nicht? Also jetzt mal ehrlich, ich hab doch... Dann war die Vermutung doch richtig. Aber warum war das denn falsch? Wir haben doch genau Asmodai eingegeben. Wir haben genau das gemacht. Uff, das verstehe ich. Okay, das ist Verarsche. Das ist Verarsche. Ich bin mir sicher, wir haben Asmodai eingegeben. Naja, okay. Dann ist das halt so. Hier sind alle drei Teile. Wo habe ich sie gesehen? An dem Stein auf dem Hügel? Die Zahlen könnten der Schlüssel sein, doch sie nützen mir erst, wenn ich diese Runen aktiviert habe. Ja. Also wie gesagt, das fand ich jetzt echt, das fand ich Verarsche. Weil ich habe es ja eingegeben. Ich habe es genau so eingegeben. Und es war im Endeffekt richtig.
Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Das fände ich jetzt in so... Wahrscheinlich wäre nur eine einzige Zahl nicht in der richtigen Reihenfolge. Also, ne? Es war schon richtig geschrieben, aber wahrscheinlich das falsche S oder das falsche M. Okay, wir brauchen noch mehr Hörner dafür. Wir müssen da dann die Hörner eingeben. Also, vermute ich mal. Take the car, Kate, and drive the two of you away from Maple Creek as fast as you can. Don't stop until you reach the city. Then pull over and find a phone. Call the police and tell them who you are. Won't you come with us, Detective? There's a serial killer on the loose here. I can't let him escape. Tell the police I said to send reinforcements pronto. Thank you, Detective. You've saved our lives. Detective, I found this in the church. I thought you might need it. Good luck. Na, danke. Pretty sure I know what this is for. Just need to find the rest of them. The church, the chapel, or the boathouse by the lake. Okay, Kapelle, Bootshaus. Somewhere there. Kirche, Kapelle, Bootshaus. So, hier ist es auf jeden Fall. Musiknoten 3, Kerzenlöscher, Regenschirm. Musiknoten. Da ist das Horn schon mal. Kerzenlöscher. Regenschirm. Das finde ich alles nicht. Kerzenlöscher. Wenigstens den haben wir schon mal. Handschuhe, Schriftrolle, Morsecode. Handschuhe. Schriftrolle. Okay, das war eine Krone. Morsecode. Kelche 2. Einer. Zwei. Narzisse. Sonne, Feder. Feder. Die Sonne hatte ich auch irgendwo gesehen. Da. Musiknote und Regenschirm. Regenschirm. Musiknote. Die letzte Musiknote fehlt. Da. Hey. Ich wollte gerade sagen, so, jetzt sind die auch. Gut. Also, es fehlt nur noch ein Horn. Und dieses letzte Horn, würde ich sagen, suchen wir beim nächsten Mal einfach. Mich regt immer noch so ein bisschen das Ding auf mit diesem Asphodai, weil wir es meiner Meinung nach richtig eingegeben haben. Aber nun gut. Wir schauen einfach beim nächsten Mal, dass wir hier wegkommen. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I came to Maple Creek in search of a missing girl, and I'd already started the investigation when...
want.